Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurago und diese Therapie ist na kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands und zwar bei dem Sledge in seiner Mine. Und ja, ich meinte ja, dass wir hier wieder bei den Save Points starten und deswegen bin ich halt da zurückgelaufen. Das hätten wir uns alles sparen können, weil ich habe eigentlich Bock gehabt, einfach weiterzuspielen. Deswegen machen wir gleich weiter und sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Deswegen liegen die Freunde hier rum und machen alle ein Nickerchen. Na du, Dickerchen, ich schläf schon noch. Hallo. Okay. Der schläft sehr tief. So, wir gehen nämlich hier weiter vorwärts. Munitionstechnik einmal durchmunitioniert. Da liegt dann auch noch was rum. Das können wir nicht mitnehmen, weil wir sind schlicht einfach voll. Wir haben einfach zu viel Quatsch mit. Vielleicht sollten wir einfach gar keine weißen Waffen mehr mitnehmen. So, so sieht das hier ganz gut aus. Oh, da hinten läuft jemand. Und er fällt einfach um. So, mal gucken, wenn die Freunde herkommen. Ja, hoppalach. Ob die den Braten schon gerochen haben, von wo das böse Vöglein kam. Nein, der hat's nicht gerochen. So macht Sniper doch schon eher Spaß. Wir schauen und gucken. Und es fährt er auch um. So, laden wir die Zeit nach, behalten wir das Gebiet im Auge. Da gibt es keine Bewegungen. Dann gehen wir mal hier runter. Wer liegt hier noch ein Dollarnote rum? Die nehmen wir mit. Kurz eingesackt. Dann schauen wir natürlich um, was es sich noch hier so befindet. Vielleicht gibt es noch ein paar Sachen zu looten. Obwohl wir ja technisch ja voll sind. Ah, schon cool gemacht, diese Mine hier. Die Frage, gehen wir da nach unten oder gehen wir mal nach da oben rein in das Hütchen? Ich würde sagen, wir bewegen uns mal hier lang rein. Und gucken, behalten aber dabei das Gebiet vorsichtig im Auge. Kurz in die Deckung gehen hier. Das hört sich nicht gut an. So, der fällt um. Der ist in Deckung. Du, mein Freund. In your head. Achso, da bist du, mein Freund. Ja. So, der ist down. Ah, du bist das hier mit schlecht gelaunter. So, auch erledigt, dein Puppes brennt, falls du Schmidt gekriegt hast. So. Einmal durchladen. Und guck mal. Ja. Da hängen wir ein bisschen fest. Ah ja, das ist der andere Weg lang rum. Alternativroute nennt man sowas auch. Da oben haben wir noch eine Hütte. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Aber gehen wir trotzdem mal nach reinschauen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir da wirklich schon drin waren. Nein, wir waren noch nicht drin. Wir haben bloß geschaut. Aber hier gibt es sonst nichts zu holen. Also von daher ist es egal. Wir hätten nur von hier super snipern können. Okay, haben wir die Sache geledigt. Da können wir ja flinke Füße machen. Ja, tipp, 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 tipp. Treppe runter. Hier lang rum, hier meine Freunde der Nacht. Aber sieht schon geil aus. So ein riesen Kipper hier. Das Ding mal in Aktion sehen. So, hier rein und dann so. Würde ich gerne mal da fahren. Die sind schon schick. Okay, da mal. So, der ist down. Unser brennender Freund hier. Ich weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, umzufallen. So, laden wir den Sniper durch. Also die ist schon ganz witzig, die Sniper. Gerade mit diesen Explosivschaden und so. Kommt da schon ganz konkret krass. Was liegt hier rum? SMG. SMG. Sollte man vielleicht mal kurzerhand mal kurz laden. Einfach aus dem Grund, weil wir vergleichen können. Dahin. Der hat 28 Schuss. Das Ding hier, die nochmal, das war hier, guck mal. Vergiss das mal. Wir wechseln das Ding, und wir haben bloß, wir sind ja eh voll. So, haben wir noch, haben wir denn irgendwas, was billig ist? Den Freund können wir, glaube ich, weg, wegwerfen. Ja, auch den, denke mal, alles, was
nichts vergleichen. Ich will den wegwerfen. Ich denke mal, alles, was so unter 1000 ist, können wir auch gleich hier lassen. Ja. So, das mitnehmen hier. Nochmal ins Inventar rein. Ich will nämlich den Freund hier, der ist auch unter 1000, wegwerfen. So. Haben wir die Dinger entsorgt. Der hat ein bisschen mehr Munition. Wir nehmen aber trotzdem das Scharfschützengewehr. Guck mal, was wir da drüben so finden. Da liegt auf alle Fälle noch eine Dollarnote rum. Die werden wir auf alle Fälle einsacken. Danke fürs Kleingeld. Ich brauche noch was für einen Bus. So. Da haben wir schon gerade Bewegung gesehen. Und zwar in Form von Banditen. Treffen sollte man schon, wenn man snipert. Okay. Jetzt haben wir ihn schon fast erwischt. Ah, da war wieder der Pfeiler. Jetzt mal alle. Also, so schlecht kann man ja gar nicht schießen, wie ich hier rumballere. So, gehen wir mal die Hocke. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Jetzt geht ja auch in die Hocke. Okay. Komm her, mein Freund hier, mein großer Dicker. Auch erledigt. Wir brauchen dringend Munition für unsere Sniper, sehe ich gerade. Wir haben nur letzte 5 Schuss drin. Ja, gehen wir mal auf die SMG. Werden wir damit einfach mal ein bisschen mehr Glück. Okay. Dann lassen wir den mal rankommen. Oh, oh. Deckung. So. Der hat auf alle Fälle genug Bums, dass wir einen davon zerlegt haben. So, der fällt um. Cool, die fallen um. Ja, ist nichts hier Gutes. Wir haben noch die Freunde. Vergessen wir auch immer wieder. Zwei Schuss und umgefallen. So, mein Freund, du da. Ja, letzter Sniper. Headshot. So, das ist kacke. Aber zum Glück habe ich jetzt hier gerade welche gefunden. Da haben wir nochmal ein volles Magazin hier. Das Kleine nehmen wir auch mit hier. Das, was ja kacke ist mit dem Looten. Geht mal schön durch die Gegend, guckt auf die unten. Guck. Und dann, ja, dann kommen sie auf einmal. So. Aber es ist interessant, dass genau die richtige Munition kommt, die man in dem Moment gerade braucht. Ah, gehen wir ja vorsichtig mal auf. Da sind wir hier drin. Ganz eindeutig zu sehen gewesen. So, hier sind keine. Okay. Der war anvisiert und weg war er. Ich weiß, dass du da bist. Wow. Das hat ja ordentlich gerumst. Jetzt müssen wir uns hier mal in Ruhe umschauen. Hohohoho. Der geht auch down. So. Da haben wir wenigstens die paar Schuss Sniper-Munition sehr effizient genutzt. Was hat er hier in die Fallen gelassen? Sturmgewehr. Tja. Bin ich schon mal drauf und dran, das mitzunehmen? Vielleicht mal. Inventar ist voll. Und zwar Sturmgewehr. Stomper. Tauscht man den mal direkt aus. Der hat wenigstens genauso viel Schuss. Aber mehr Bums. Okay. Was haben wir hier rumliegen? Unter 1000 nehmen wir nicht mehr mit, haben wir ja gesagt. Haben wir ja festgestellt. Granaten wir auf jeden Fall mit. Sniper-Munition nehmen wir mit. So, apropos Sniper, liegen ein paar neue Snipers rum. Problem. 213, aber 19. Brauchen wir Level 19, haben wir noch nicht, sind wir auch so schnell nicht da. Was haben wir da? Combat Rifle, aber auch nur 12 Schuss lassen wir auch da liegen. Auch wenn es verlockend ist, bringt viel Kohle. Wir schauen uns aber hier mal genau um. Hütchen nach da.
So, hier gibt es sowas, nicht mehr spannend ist, aber gehen wir erstmal hier rein. Hier sieht auch da lang. Oh, Waffen, diese Richtung. So, und zwar geht es jetzt hier nach oben. So. Alter, das ist genau, was ich gesucht habe. Einen Verkaufsautomaten. Das ist schön für dich, wir haben auch die Taschen voll. Ja, das wollen wir auf alle Fälle loswerden hier. Die hat 16x12. Es ist echt scheiße, dass man hier drin... Das ist ein ganz großer Nachteil, dass man hier drinnen nicht vergleichen kann. Vergleichen wir mal die Uzis. Ja, das ist alles klar. Der Stomper ist schon nicht schlecht. Das Problem ist nur... okay. Können wir alle verkaufen. Ja, das Problem ist, sie ist schon nicht schlecht, aber die schießt so scheiße. Gut, behalten wir den Stomper nochmal. Und dann geht's dann hier beim nächsten weiter. Shotguns. Eigentlich alles best. Da behalten wir die... Obwohl, behalten wir wieder die blaue. Solche Shotguns mal durch. Stomper. Stomper. Wo ist er? Haben wir noch die ausgerüstete. Der Stomper kann verkauft werden. Das können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Alles klar. Gehen wir mal rein. Labern nicht rum. Wir wollen verkaufen. Und zwar... genau, die Shotguns. Weg hier. Der Stomper weg. Eigentlich können wir alles verkaufen. So, haben wir ja auch die Freunde hier. Ja, davon können wir auf alle Fälle einen verkaufen. Und den Rest, wenn wir sehen, nochmal ausrüsten hier wahrscheinlich. Der hat ja, obwohl der 42. Und der heißt, ja, können wir auch verkaufen. Hat einfach nicht so viel Schaden. Ja, ist wissen wir ja schon. Brauchen wir nicht. So, Schilde, 17 und... Da können wir alle verkaufen, weil unser aktueller, der hat ja ordentlich Schaden. Das ist nämlich der hier mit 296. So, dann haben wir ja festgestellt, Munitionsmangel. Combat Rifle, gekauft. Sniper ist ganz übel. Sniper ist nämlich fast alle. So. Sind wir voll, da sind wir voll. Haben wir überall genug, ehrlich gesagt. Comet Sniper Upgrade. Na, kaufen wir da noch das Upgrade. Wir haben ein paar Munition, ein bisschen mehr. Und schau mal hier rein. Medic. Brauchen wir alles nicht. Hier 241 brauchen wir alles nicht. Genau. Gehen wir hier rein. Kaufen wir davon ein bisschen. Feldgenerator. Haben wir unser ist auch besser. Oh, ein Safe Point. Hallo, Safe Point. Lass dich drücken. Knuddel, knuddel. So, da geht es nämlich hier weiter. Weil es fehlt ja noch ein gewisser Herr, den wir eigentlich wirklich suchen. Und der ist nicht nett. Das so. Ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Okay. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Oh. Okay. Und nun? Au. Ach du Scheiße. Der sieht scheiße aus. Das wird eine Menge Ärger geben. PS, you guys are anti-friendly. Okay. Ah, ist der Schild doch ziemlich weit runter schon. Das ist aber super. Ja, das ist ja kacke. Medikit rein. Ah, die freuen sich auch noch da hier. Hat ja gar keiner gesagt, dass es hier noch mehr Mitspieler gibt. Davon war ja noch gar keine Rede hier. Medik rein. Und hier sagt das, ja. Uiuiui. Das hat mir ja keiner gesagt, dass der noch andere Mitspieler hat hier. Ja.
Okay, die Dicken sind auch extrem nervig, weil die einfach nicht umfallen wollen. Okay, da lang. Okay. Damit ist Sledge down. Okay. Wir sind ja. Okay, gib mal jetzt hier, machen wir den Job hier. Uiuiuiui. Und wir haben nebenbei noch ein Level up. Das sollten wir mal einfach ausprobieren. So, geht's hier nach oben. Was können wir einsetzen? Ja, hier machen wir es jetzt spannend, weil hier machen wir jetzt einen Schnitt. Wir sind nämlich durch mit der Folge. Ha, genau, es ist geschickt eingeführt. Wir machen an der Stelle jetzt einen Schnitt und gucken wir mal, was wir dann als nächstes damit anstellen können. Und wir gucken, ob wir den Sledge noch weiter auf die Fresse hauen können oder eben momentan das so weiterläuft, wie es jetzt läuft, und zwar, dass er uns auf die Fresse haut. So sieht's ja aus, machen wir uns nichts vor. Gut, werden wir schauen. Schlimm sind die ganzen Ads, die da rumkriechen. Mal gucken, dass wir da auch weiterkommen. Wie wir weiterkommen, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands. Weil das war's für heute. Jetzt kommt nur noch das hier. Ja, das Ding hier, das nennt sich Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es da eine spannende Empfehlung von mir. Und zwar haben wir gespielt Let's Play Max Payne 3. Da könnt ihr reinschauen, Max Payne 3. Da erfahrt ihr, warum der Max seine Haare verliert, warum er Alkoholiker ist und sonst noch pissig drauf ist. Alles da bei Max Payne 3. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß in San Paulo. Viel Spaß habt ihr auch bei dem YouTube-Button, weil der bringt euch zurück zum Kanal. Und abonniert ihn gleich. Falls ihr noch nicht habt, das abonniert dann gleich. Dann seid ihr gleich mit dabei, wenn ihr jetzt wieder heißt Licke, schicke Spiele mit der Gruppentherapie. Sonst ist noch hier der ganze Social-Media-Kram. Da kann man schöne Sachen sehen und stalken. Facebook, Twitter, Google+, der ganze Kram ist dabei. Links dazu unten in der Videobeschreibung. So, ich gehe jetzt erstmal eure netten Kommentare lesen. Ihr brutzelt bis morgen, wie es hier weitergeht bei Let's Play Borderlands. Und ich bin MacGurago und sag Servus und Ade.